Und wir machen weiter mit Top 17.3. Antrag Fraktion Die Linke für eine Erholung, Lebensqualität und Gesundheit. Erlebnisbad Elbamar erhalten. Herr Schäuber, bitte. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, es geht in diesem Antrag um die Existenz des Erlebnisbades Elbamar in Dresden-Gurbitz. Was ist das Problem? Im März kommenden Jahres, also in wenigen Monaten, läuft der Mietvertrag für das Erlebnisbad Elbamar aus. Viele Menschen nutzen das Erlebnisbad Elbamar, das tatsächlich Naherholung, Lebensqualität bietet, mit entsprechendem Schwimmbecken, mit entsprechender Rutsche, mit Saunalandschaft, also alles das, was ein Erlebnisbad so ausmacht. Es ist die einzige überdachte Hallenfläche im Dresdner Westen. Und wir haben ja von überdachter Hallenfläche nicht so viel in Dresden. Einiges, was versprochen worden war an neuen Schwimmhallen, zum Beispiel das neue Sachsenbad oder auch der Neubau der Schwimmhalle in Dresden-Gurbitz, wurden auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Und genau deshalb ist das so ein großes Problem. Ich prophezeie, wenn das Erlebnisbad Elbamar zugemacht wird, verlieren wir eine weitere Schwimmhalle und dann wird es auch keine neue und schon gleich gar keinen Neubau geben angesichts der Haushaltslage, angesichts der jüngsten Erfahrungen mit versprochenen Schwimmhallen. Und genau deshalb kämpfen wir auch so sehr um die Existenz des Erlebnisbades Elbamar. Wir haben zu Beginn dieses Jahres diesen Antrag in den Geschäftsgang des Stadtrates gegeben. Wir haben ihn zunächst erstmal zurückgestellt in der Entscheidung, um auch der Verwaltung die Gelegenheit zu geben, die nötigen Gespräche zu führen. Es hat jetzt eine Reihe von Gesprächen gegeben. Wir haben auch immer wieder Anfragen dazu gestellt, um uns zu erkundigen. Und jetzt sind wir in der Situation, wo auch gehandelt werden muss, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Warum? Und hier verweise ich einfach auf unsere Erfahrungen dieser Stadt mit dem Sachsenbad. Es ist tatsächlich ziemlich genau 30 Jahre her. 1994 ist das Sachsenbad in Pieschen geschlossen worden und damals wurde es vorübergehend geschlossen. Das ist jetzt 30 Jahre her, es hat nie wieder geöffnet. Es findet sich heute in einem desaströsen Zustand und diese traurige Geschichte des Sachsenbades, die soll sich mit dem Erlebnisbad Elbamar nicht wiederholen. Und deshalb haben wir Ihnen auch noch mal mit einer geänderten Fassung dieses Antrages unterbreiten wir Ihnen folgenden Vorschlag. Nämlich erstens, dass wir uns jetzt darum kümmern, gemeinsam mit der Stadtverwaltung, dass verhindert wird und dass die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet werden, um die Schließung des Erlebnisbades Elbamar abzuwenden. Wir wissen, es finden derzeit noch die Gespräche statt und wenn sie dann beendet sind, der Herr Donhauser hat das gestern auch angekündigt, wird der Stadtrat auch die Entscheidung zu treffen haben, aber das dauert natürlich auch seine Zeit und wir wollen nicht, dass in dieser Zeit das Erlebnisbad zugemacht wird, eben aufgrund der Gefahr, dass es dann nie wieder öffnet. Das heißt erstmal sozusagen Zeit gewinnen. Dazu dient der Punkt 1. Und der Punkt 2, der betrifft die Grundsatzentscheidung. Natürlich müssen wir miteinander ins Gespräch kommen, müssen wir miteinander beraten, was wollen wir grundsätzlich mit dem Erlebnisbad Elbamar machen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es die Möglichkeit, man schließt einen neuen Mietvertrag mit dem Eigentümer ab und betreibt es weiter durch den städtischen Bäderbetrieb. Eine andere Möglichkeit wäre es auch, das Bad in das Eigentum der Landeshauptstadt Dresden bzw. des städtischen Bäderbetriebes zu überführen und dann tatsächlich auch weiter selbst zu betreiben, aber eben unter Eigentum der Landeshauptstadt Dresden. Das hängt sehr von den jeweiligen Konditionen ab, die da aufgerufen werden. Und das muss man sich einfach in Ruhe und nüchtern angucken, welches dann die wirtschaftlichere Variante wäre. Das ist
das bedarf entsprechend einer Vorlage, das bedarf der entsprechenden Diskussionen und dann einer Grundsatzentscheidung im Stadtrat. Die will wohl bedacht sein, das kann man nie aus der Hüfte schießen. Dazu brauchen wir auch die Entscheidungsgrundlagen, die uns aber noch nicht vorliegen. Die Stadtverwaltung hat ja entsprechende Wertgutachten eingeholt, die müssen jetzt ausgewertet werden. Und wenn das dann der Fall ist, dann haben wir, denke ich, auch eine gute Grundlage. So, und es dient als Antrages dazu, dass der Stadtrat jetzt eine Grundsatzentscheidung trifft, nämlich dass dieser Variantenvergleich vorgelegt wird und wir dann entscheiden können. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist im Interesse vieler Dresdnerinnen und Dresdner, dass das Erlebnisbad Elbamare erhalten bleibt, dass wir dieses Bad nicht verlieren. Und deshalb bitte ich Sie hier und heute um Zustimmung zu diesem Antrag, damit wir die Weichen in die richtige Richtung stellen können für den Erhalt dieses Bades. Vielen Dank. Okay, dann steigen wir mal ein. Es sind einige Redner gemeldet, die auf jeden Fall reden, einige bei Bedarf. Wir würden beginnen, SPD-Fraktion, Frau Sturm-Karls, genau. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Zuschauer. Das Erlebnisbad Elbamare ist ja bloß gut nicht nur Erlebnisbad, sondern auch vor allem für sportliche Betätigungen da. Es ist auch für Reha-Sport geeignet und ich denke, neben den Rutschen wird es eben vor allem auch dafür genutzt. Und wir als SPD-Fraktion, wir wollen natürlich auch gerne dieses Bad erhalten. Aber jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Bresche für den Herrn Donhauser, weil wir besprechen dieses Thema seit über einem Jahr im Ausschuss. Und wir haben uns einst mal gemeinsam verständigt und haben gesagt, wir halten aus taktischen Gründen dort ein bisschen die Füße flach und warten mal die Verhandlungsergebnisse ab. Und ich kann auch jetzt nicht sagen, klar hat man nichts schriftlich, nichts schwarz auf weiß, aber nun ist die Situation nun einmal, wie sie ist. Wir sind wie so oft als Stadt dort in einer, in Anführungsstrichen, Erpresserhand. Und dem können wir doch nicht einfach klein beigeben, indem wir einfach so einen Punkt beschließen. Ich finde das auch nicht richtig. Und wir haben uns als Stadt schon oftmals in solche Situationen begeben, aus einem Druck heraus, aus auch teilweise eben Verfall von anderen Einrichtungen, das sozusagen nicht nur im Sportbereich, sondern auch in anderen Bereichen. Deswegen halten wir diesen Antrag schlichtweg für falsch zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und selbstverständlich möchten wir das Bad erhalten. Selbstverständlich möchten wir im besten Fall, dass es bleibt, aber eben nicht um jeden Preis. Wir als SPD-Fraktion werden deshalb den ersten Punkt ablehnen. Dem zweiten werden wir zustimmen. Und ich möchte hiermit einen dritten beantragen. Ist auch nur ein ganz einfacher Satz, nämlich, dass die Stadtverwaltung neben den verschiedenen Optionen, die hier dieser Antrag aufzeigt, auch einen eigenen Standort prüft in dem Gebiet Gorbitz, um das Potenzial auch in den Verhandlungen etwas zu erhöhen, was die Stadt betrifft. Weil wenn wir eines nicht unterstützen, dann ist es eben genau dieses Erpressertum, in dem wir uns da teilweise jetzt anscheinend auch befinden. Ich vertraue da Herrn Donhauser und Herrn Waurig, dass wir dort zeitnah Berichterstattung im Ausschuss bekommen. Ich möchte auch hiermit bitten, dass dann gerne auch diese Gutachten uns mal bei Gelegenheit vorgelegt werden. Und ich werbe auch hiermit um Unterstützung für unseren Punkt 3, eine Standortprüfung im Stadtgebiet Gorbitz-Löbtau vorzunehmen, ob wir nicht unter Umständen auch auf eigene Kosten eine Schwimmhalle errichten können. Ich bedanke mich. Okay, danke schön. Dann machen wir weiter. AfD-Fraktion, Herr Pinkert, bitte. Achso, oder mach mal erst die Gemeldeten und dann frage ich nochmal durch. Herr Pinkert, bitte. Ja. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Ja, der Antrag für den Erhalt des Erlebnisbades Elbamare ist lobenswert, jedoch im Grunde nicht erforderlich. Die Frau Sturm hat es eigentlich schon gesagt. Es war mal bei uns beschlossen worden in der letzten Legislatur, dass wir die Verwaltung machen lassen in Bezug auf das Erlebnisbad. Ja. Der Stadtrat hat nämlich in seiner großen Mehrheit dem aktuellen Bäderkonzept, welches für die Verwaltung bindend ist, zugestimmt. Ja? Es wurde in dem Konzept eindeutig festgelegt, dass am Elbamare festgehalten wird.
Ja, und dies auch weit vorn in der Priorisierung des Beta-Konzeptes verankert ist. Ja. Der Wunsch seitens des Antragstellers ist nachvollziehbar, ein Bad in Gorbitz zu erhalten und in städtisches Eigentum zu überführen. Es gab sogar den Wunsch, ein komplett neues Bad unter städtischer Hand zu planen und zu bauen. Dies kommt natürlich viel zu spät, da der Mietvertrag jetzt verlängert werden muss, um eine fast durchgehende Bereitstellung der Wasserfläche für Freizeit und Schulsport zu ermöglichen. Wenn dies tatsächlich der Wunsch der Linken gewesen wäre, ja, hätte er diesen Antrag vor vielen Jahren hier eingebracht und würde diesen Antrag für die weitere Zukunft oder würde den Antrag für die weitere Zukunft abändern und sagen, wir planen jetzt eine neue Schwimmhalle, um diese in 5 Jahren beim nächsten Auslaufen des Mietvertrages oder in 7 Jahren oder in 10 Jahren in Betrieb zu nehmen. Ist aber nicht so. Das ist einfach nur, wie sagt man so schön, ein Schaufensterantrag der Politik. Ich stelle mich hin, ich bin der Sozialgute, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin, weil das alles schon beschlossen wurde. Ja? Demzufolge ist der Antrag in seiner Ursprungsfassung nicht zielführend für den Bürger gewesen. Im federführenden Ausschuss wurde dieser Antrag dahingehend verallgemeinert mit dem Ziel des Bekenntnisses zum Elba Mare, wie wir es eindeutig im Beta-Konzept haben. Ja? Und jetzt wird uns wieder ein sogenannter Ersetzungsantrag vorgelegt. Der ist eigentlich wieder 1:1 die Ursprungsfassung. Ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen schicker gemacht, auf die aktuelle Terminschiene hingebogen. Bringt aber nichts. Bringt dem Bürger wirklich nichts. Der Schulsport muss weitergehen. Wir haben viele Kinder, die müssen schwimmen lernen. Und es ist das Schlimmste, wenn ein Kind irgendwo wegen Nichtschwimmens nicht ins Freibad gehen kann, zum Beispiel im Sommer. Ja, irgendwo muss man doch mal eine soziale Verantwortung auch in dieser Seite führen. Ja? Dem federführenden Ausschuss schließen wir uns gerne wieder an, ja, und denken auch, dass alle Fraktionen hier dem zustimmen und das natürlich ja, in der Haushaltsplanung berücksichtigen, ohne Abstriche. Finanziell, ja, muss sich dort wirklich bekannt werden. Wir bekennen uns dazu. Ja? Dresden-Nord, Pieschen, Sachsenbad, ja, und auch Dölschen erhalten, sanieren, ausbauen. Beziehungsweise Planungen machen für eventuellen Neubau auch in Dresden-West. Auf alle Fälle vorrangig erstmal in Dresden-Pieschen, der Neubau. Ja. Alle reden immer hier vom Geld und ja, und wir müssen und so weiter. Und dann haben sie vor kurzem gerade erst wieder beschlossen, eine sogenannte Citywache mit, ich nenne es mal, sozialer Bespaßung. Sie versuchen jedes Mal irgendwelche Anträge durchzubringen, wo sie mehr Personal irgendwo mit irgendwelchen sozialen Sachen binden und vergessen dabei, dass wir zum Schluss investive Maßnahmen haben, die wir damit nicht mehr durchführen können. Ja. Und das ist ihre Antwort, dann hier so einen Antrag zu bringen, obwohl sie vorher das Geld lieber woanders verbuttern und dann sagen, wir haben kein Geld. Geld ist genug da, da gibt es einen schönen Spruch von den Linken, es muss noch anders verteilt werden. Denkt dran, in der Haushaltsplanung Kindergartenbeitrag festgeschrieben beziehungsweise Absenkung aufs gesetzliche Minimum und natürlich Beibehalt des Elba Mare und Bau des Dresden-Pieschenbades. Okay, da wollen wir jetzt mal in der Reihenfolge gehen. Redner bei Bedarf, beziehungsweise wollten jetzt erstmal mit Jens Gensch mal anfangen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Team wird den Antrag der Linken und dem Ersetzungsantrag der Linken zustimmen. Herr Scholbach hat vieles Richtige gesagt. Wir wissen, dass es ein sehr schwerer Weg wird, das Elbe Mare zu erhalten. Aber so ein Bekenntnis aus dem Stadtrat ist sehr wichtig. Mein Vorredner hat gerade von dem Beta-Konzept gesprochen. Viele können sich erinnern, was das für eine Geburt war, bis wir so ein Konzept hatten. Wenn wir diesen Antrag und das Bekenntnis zum Elbe Mare hier nicht beschließen, sehe ich es genauso, wie Herr Scholbach gesehen hat, wie das Sachsenbad, dann wird das Bad einmal geschlossen und wird nie wieder aufgemacht und das dann noch in Bezug zu einem Gebiet wie Gorbitz, wo wir dort im Dresdner Westen ein massives Problem haben. Und alleine, ich sage jetzt mal bei der Stadtverwaltung, bei Planung, habe ich ein bisschen Angst. Wir haben jetzt das Heinz-Steier-Stadion aufgemacht. Dort fehlt am Ende die Anzeigetafel. Vielleicht fehlt dann beim neuen Bad das Dach. Also aus dem Grund ist mir lieber so ein altes Bad, was dann mal saniert würde, lieber. Also aus dem Grund stimmen wir den Antrag zu. Okay, dann BSW-Fraktion das Wort gewünscht? Nein.
FDP, Freie Bürger, nein. EVP? Auch nee. Dann machen wir weiter, CDU-Fraktion, Anke Wagner, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, werte Kollegen. Ja, die Schwimmbäder in Dresden erhitzen die Gemüter. Das Elba Mare erhitzt die Gemüter und zwar schon eine ganze Weile. Wir wissen schon lange, der Mietvertrag wird auslaufen und wir alle miteinander wissen, dass es ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema ist. Ja, das Elba Mare ist eine Institution im Dresdner Westen und viele Leute vor Ort machen sich Sorgen, seitdem unklar war, wie es weitergeht. Wir haben das alle miteinander erlebt. Wir hatten jetzt Kommunalwahl, wir waren viel draußen. Wir kriegen bis heute und jetzt wieder vermehrt quasi jeden Tag einen Brief zum Thema Elba Mare. Diese Woche war ein Vororttermin, wo ich nicht dabei sein konnte, aber ich habe mit der Organisatorin telefoniert und sehr konstruktiv telefoniert. Das war nämlich einfach eine Bürgerin, die auf eine Zeitungsmeldung aufgesprungen ist und dann anfing zu sagen, jetzt müssen wir uns mal kümmern, was ist denn hier los? Aber eigentlich ist in den Gesprächen auch klar geworden, die Komplexität des Themas und die Schwierigkeit können die Menschen da draußen aufgrund von Presseberichten gar nicht erfassen. Die können einfach nicht erfassen, womit wir uns im Aufsichtsrat beschäftigen, womit sich die Verwaltung beschäftigt, womit wir uns hier seit mittlerweile anderthalb, zwei Jahren beim Thema Elba Mare befassen. Die Sorgen der Leute nehmen wir natürlich ernst. Die sind ernst zu nehmen. Und ja, das Bad im Dresdner Westen grundsätzlich ist sehr wichtig. Wir wissen aber auch, dass die Finanzlage in der Stadt schwierig ist. Wir wissen, wie die Bäder GmbH zustande gekommen ist und wir wissen auch, dass 78 Millionen, war glaube ich die letzte Zahl, die ich gebracht habe, in den letzten Jahren dank der Bäder GmbH in die Bäder investiert werden konnte. Jetzt ist es aber nicht mehr so und das macht es komplex. Klar ist, das Elba Mare steht in der Badkonzeption drin und das ist auch das, was wir im Sportausschuss mit einer sehr sinnvollen Beschlussempfehlung, sehr ausgewogenen Beschlussempfehlungen, ohne den Verhandlungen vorwegzugreifen, nochmal bestätigt haben. Ein klares Bekenntnis zum Bad im Dresdner Westen. Jetzt hatten wir ja Kommunalwahl und Herr Scholbach, da gucke ich Sie mal mit einem Lächeln an. Wir waren ja Kollegen im Wahlkreis und Sie haben sich natürlich sehr frühzeitig damals auf den Weg gemacht, das Thema zu besetzen, völlig legitim. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mit Blick auf den Konsens, den es eigentlich hier gab, dass wir mit dem Eigentümer verhandeln wollen, in Ruhe verhandeln wollen, dass das die Aufgabe der Stadt ist und der Bäder GmbH ist und dass das abgewogen werden muss. Das ist aus meiner Sicht im politischen Prozess und von der Politik dann in Teilen torpediert worden und war nicht sachdienlich. Die Verhandlungen laufen, sie laufen lange und ganz klares Ziel muss sein, dass es jetzt auch zu einem Abschluss kommt, weil ich glaube, die Menschen vor Ort, und da sind wir uns einig, haben Antworten verdient und wir müssen auch sozusagen das Thema jetzt hier klären. Aber es bleibt offen, wie es zu klären ist, weil zur Wahrheit gehört auch dazu, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Finanzlage ist so, wie sie ist. Wir stehen vor den Haushaltsverhandlungen, die Decke ist überall, egal in welchem Bereich, zu kurz und wir müssen Prioritäten setzen. Das gehört zur Wahrheit dazu, egal wie die Verhandlungen jetzt ausgehen. Was uns jetzt aber dazu bringen wird, ich nehme das mal vorweg, wir haben uns durchgerungen, anders kann man es gar nicht sagen, durchgerungen. Und das habe ich Ihnen gestern gesagt, Herr Scholbach, im Gegensatz zu unserem vehementen Festhalten, was den federführenden Ausschussbericht betrifft, wir werden Ihrem Antrag jetzt zustimmen. Und wir werden nur aus einem Grund zustimmen, weil, ich sage es mal mit einem Lächeln, Herr Scholbach, jetzt auch nach der Wahl, Sie zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Sie quasi nicht mehr sozusagen die ganz harten Worte wählen, sondern die Worte weicher wählen und auch langsam anfangen, sozusagen Rücksicht auf die Ruhe der Verhandlungen zu nehmen. Und das wollen wir durchaus wertschätzen, anerkennen und dann auch mit unserer Zustimmung dafür sorgen, dass wir heute hier endlich dieses Thema aus dem politischen Raum rausbekommen, dass jetzt die Verhandlungen in Ruhe ohne Beteiligung der Politik mit Vorschlägen, die der Stadtrat auch beschlossen hat, zu Ende geführt werden kann, seitens der Verwaltung, seitens der Bäder GmbH und mit dem Eigentümer. Und wir wissen,
Der eine fordert das und möchte das und der andere hat eigentlich nicht mal das, weil das Geld ist nicht da. Und jetzt muss man gucken, was dabei rauskommt. Was mir noch mal ganz wichtig ist, und das sage ich auch persönlich, ich stehe nach wie vor, und auch meine Fraktion steht nach wie vor, zu dem, was auch vorher Sturm sehr deutlich gesagt hat, zu diesem federführenden Ausschussbericht. Es kann nicht um jeden Preis beim Elbe-Mare sein. Ja, wir brauchen ein Bad im Dresdner Westen, nicht um jeden Preis. Ich denke, die Antworten, die gestern in der Fragestunde kam vom Bürgermeister, die waren sehr eindeutig, steht ja heute auch schon wieder in der Zeitung. Jetzt lassen Sie uns aber mit dem Beschluss heute dafür sorgen, dass wir die Politik jetzt rausnehmen und die Verwaltung, die Bäder GmbH, ihren Job machen lassen und zu einem Verhandlungsergebnis kommen, mit dem wir dann wieder politisch umgehen müssen. Aber die Lage so, ist so, wie sie ist. Und dann werden wir sehen, was wir wieder entscheiden. Okay, dann machen wir weiter mit Thorsten Schulze, Fraktion Bündnis die Grünen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Freundinnen und Freunde dann des Elbe-Mare. 2025 wird das Elbe-Mare 30 Jahre und in dieser langen Zeit hat es hunderttausende Besucherinnen und es ist auch für viele Menschen dann in dieser Zeit auch ans Herz gewachsen. Das zeigen uns diese vielen Briefe und Mails, die wir in den letzten Wochen auch uns erreicht haben und die sich insbesondere dann für den Erhalt und auch den Weiterbetrieb des Erlebnisbades dafür werben. Allerdings dann, und das fehlte mir bisher eigentlich dann überhaupt auch in der Debatte, entscheiden wir hier nicht alleine. Und das ist doch mal klar und deutlich noch mal zu betonen, dann liegt vor allen Dingen diese Entscheidung zum Erhalt und auch zu dem Weiterbetrieb in der Entscheidung auch dann des Eigentümers. Und der Eigentümer ist dieser Johannes Teproge, Erlebnisbad Dresden-Gorbitz GmbH, KG, und der hat ihren Sitz in Köln. Und das macht diesen großen Unterschied, Herr Scholper. Das Sachsenbad ist natürlich ein eigenes städtisches Bad damals gewesen. Und das, was wir hier sozusagen erleben dann, ist ja dann, dass wir ein Bad, was aus dem PPP-Modell hervorgegangen ist, mit dem Betreiber dann, der uns sozusagen auch noch mit übergeholfen worden ist dann, die Aquapark GmbH mit Herrn Dr. Quell. Und genau die haben wir sozusagen zu übernehmen gehabt. Und das macht sozusagen auch diesen großen Unterschied dann, dass wir hier nicht genau so entscheiden können wie den eigenen städtischen Schwimmhallen dann, sondern eben halt diese Konstellation haben dann eines privaten Eigentümers mit dem Betreiber und den müssen wir sozusagen bezahlen. Nach den Angaben dieses Eigentümers dann hat diese Schwimmhalle damals dann in den Anfang der 90er Jahre 40 Millionen D-Mark gekostet. Das war praktisch der Preis dann für den Erwerb des Grundstückes und den Bau dieser jetzt in der jetzigen Form dann dastehenden Erlebnisbades. Die Stadt hat dann mit dem Eigentümer eine Vereinbarung abgeschlossen, dieses Bad dann für 20 Jahre anzumieten. Und das dann auch sozusagen mit einer Verlängerungsoption, die bisher auch dann zweimal gezogen worden ist. Und die letzte Verlängerung wurde ja dann vor 5 Jahren dann vereinbart, bis einschließlich 14. März 2025. Das ist sozusagen die Ausgangssituation. Und aktuell zahlt die Dresdner Bäder GmbH für dieses 30 Jahre alte Bad schlappe 2,1 Millionen Euro jedes Jahr. Plus noch ein Verlustausgleich dann, der sozusagen auch nicht abhängig dann unbedingt von unserer Betreibung ist, dann, sondern letzten Endes auch durch die Aquapark GmbH dann den Betreiber mit abhängig ist. Und dieser Verlustausgleich, das wissen wir auch aus den Aufsichtsratssitzungen, aus dem Wirtschaftsplan, sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, weil auch dann dieses Erlebnisbad, so wie es jetzt da ist, einfach einen energetischen Standard hat, der aus den 90er Jahren noch stammt. Das konnte man auch am Mittwoch in dieser Vorortbegehung sich sehr gut anschauen. Da ist ein großer Winterpark dran, der hat, sage ich mal, eine sehr einfache Verglasung und das sind sozusagen auch technische Wasseranlagen, Aufbereitungsanlagen, die haben eben diesen Stand aus den 90er Jahren. Das heißt sozusagen, also mit dieser jetzigen Miete, die wir zahlen, haben wir dem Eigentümer, Herrn Johannes Teproge, und auch mit dem, haben wir sozusagen dieses Bad schon mehrfach bezahlt. Mehrfach. Und den Erwerb dieses Elbe-Mare würde uns als Stadt oder auch dann die Bäder GmbH, je nachdem, wer es dann tut, würden wir eine Halle übernehmen, die in den kommenden Jahren auch letzten Endes dann grundhaft zu sanieren ist. Und das muss man aber sich auch mal wirklich überlegen, ob wir das können und ob wir das wollen. Aus diesen Erfahrungen dann, die wir auch in der Bäder GmbH bei der Sanierung unserer eigenen Schwimmhallen erfahren haben oder eben halt gesammelt haben, wissen wir dann, dass das ungefähr zwischen 15 und 20 Millionen Euro kostet. Das wissen wir sozusagen dann durch die Sanierungen dann
beim Georg-Arnold-Bad oder auch genauso dann bei der Schwimmhalle am Freiberger Platz. Und dieser Sanierungsstau dann, der wird uns sozusagen auch überkommen. Und wenn man dort sieht, dann, dass sozusagen mal Betonteile dann, sich dann schon von der Bewährung lösen, die sozusagen dann auch dann die Statik dann für das große Schwimmbecken mit aufgenommen haben, dann weiß ich nicht, dann, ob das sozusagen eine gute Idee ist, dann, dieses Bad einfach so zu übernehmen. Für uns Grüne sind Schwimmhallen und auch Schwimmangebote für Schulschwimmen, für den Vereinstraining, auch dann für das öffentliche Schwimm- und Schwimmkurse in Wohnortnähe immer eine wichtige Voraussetzung für eine lebenswerte Stadt. Dafür stehen wir auch. Und das haben wir auch in den letzten Jahren immer auch wieder dafür auch betont und uns dafür eingesetzt. Und bei den stadteigenen Schwimmhallen haben wir auch genau das immer auch dann gemacht dann und seit 11 Jahren mit der Dresdner Bäder GmbH auch einen sehr, sehr guten Partner und verlässlichen Partner als städtisches Unternehmen hier auch an der Seite. Unser Appell als Grüne geht auch aus diesem Grunde nicht ausschließlich an die Verwaltung oder an den Oberbürgermeister oder an die Bäder GmbH, sondern insbesondere an den Eigentümer, Herrn Zeproge. Weil er letzten Endes uns aktuell sozusagen seine Mietvorstellungen oder auch seine, ja, vielleicht auch. Nochmal den Kaufpreis sozusagen im Moment sozusagen diktiert. So, und davon sollten wir doch an sich uns nicht sozusagen erpressen lassen dann. Und wir fordern ihn praktisch auf an dieser Stelle dann, also davon abzurücken dann und sich auch mit dieser Rendite, die er in den 30 Jahren eingenommen hat, endlich zufrieden zu geben und uns entweder diese Halle, sag mal, für ein kleines Geld zu überkommen. Dann haben wir sozusagen ein Grundstück dann, wo wir auch dann eventuell wieder neu investieren können. Oder eben den Mietpreis dann, also der sozusagen sich deutlich sozusagen auch an den schlechten Zustand dieses Gebäudes dann auch orientiert. Dem SPD-Antrag wird man an dieser Stelle in der Ergänzung zustimmen. Wir würden auch dann dem zweiten Punkt im linken Antrag zustimmen und bitten aber um punktweise Abstimmung an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Dann hätten wir zumindest erstmal die Fraktionsrunde abgearbeitet. Ich sehe Herrn Pinkert, AfD-Fraktion. Bitte schön. Schaltung. Ja, wir wollten auch bitten darum, den interfraktionellen Ersetzungsantrag punktweise abzustimmen, da der Punkt 1 grundsätzlich ja in unserem Sinne ist, das Bad weiter zu betreiben. Im Punkt 2 fehlt natürlich die Option, dass man vielleicht mal langfristig plant und auch einen Neubau im Dresdner Westen anstrebt, irgendwo mit einer gewissen Vorlaufzeit. Und ich muss noch sagen, es verwundert immer wieder, wie sich hier die einzelnen Parteien oder Fraktionen darstellen mit, ja, wir wollen und so weiter und so fort. Grundsätzlich muss man sagen, der Staat bzw. die Stadt nimmt Steuereinnahmen vom Bürger ein und hat nur seine Daseinsberechtigung dahingehend, damit er erstens den Bürger Sicherheit gewährleistet für seine Unversehrtheit und auch für seine Unversehrtheit der Dinge, die ihm gehören, und auch die Stadt die notwendige Infrastruktur, dazu zählen natürlich Schulen und auch Bäder, zur Verfügung stellt. Und deswegen nimmt der Stadt und die Staat Steuern ein. Ja, und deswegen kann man nicht einfach sagen, oh, ich denke jetzt darüber nach, eventuell wegen Haushalt einfach jetzt ein Freibad einzustampfen. Dann muss man bei anderen freiwilligen Leistungen nachsehen. Danke. Okay, dann hat sich noch Herr Dr. Schulte-Wissemann gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Zwei Dinge. Das erste geht ganz schnell. Jetzt im Herbst, dass das Sachsenbad wieder auch an Fahrt aufgenommen hat, ist auch dem Engagement vor Ort zu verdanken. Im Stadtbezirksbeirat wurde da also groß rumgemehrt und auch die neue Stadträtin der Piraten, Stefanie Henkel, hat da wirklich Großes geleistet. Und dadurch oder parallel sind auch bürgerschaftliches Engagement aufgekommen, sodass jetzt diese Causa nicht nur vor sich hin köchelte, wie über den Sommer, sondern jetzt wieder am Kochen ist. Und in der Tat, das wurde ja schon dargestellt, die Zeit drängt. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist eher allgemeinerer Natur, weil es immer hier heißt,
ja, die Finanzlage, es ist alles ganz schlimm. Ja, wir würden ja so gerne schwimmen, aber es geht leider nicht. Ja, musst du verstehen, ja, wir müssen das kürzen. Aber komischerweise, wenn man jetzt so kürzt oder wenn man mal so antizipiert, was in dem Haushaltsentwurf ist, und wenn man mal so horcht, was manche Parteien gerne so sagen, dann wird gekürzt beim Schwimmen, dann wird gekürzt im Sozialen und in der Kultur. Und ansonsten denkt man nicht weiter drüber nach. Aber vieles bei dem, wo wir kürzen, das sind kleine Beträge, da kann man hier mal ein bisschen was rausschwitzen und da, aber der Benefit ist riesig. Aber niemand spricht eigentlich über die Elefantenherde, die eigentlich ja, in diesem Stadtratssaal steht. Nämlich, dass wenn man zu wenig Geld hat, muss man halt gucken, dass man große Anschaffungen, machen wir zu Hause oder auch, die man vielleicht nicht so dringend braucht, verschiebt oder sein lässt und dass man mehr Geld einnimmt. So, und da haben wir durchaus massive Möglichkeiten, das zu machen. Wenn wir an den, es wird gleich lauter werden hier, wenn wir in den Parkgebühren drehen oder Parkgebiete ausweiten. Also wenn wir das Verschenken von öffentlichem Raum, damit Leute dort ein Jahr lang ihr Auto abstellen, wenn wir das bepreisen würden, das ist Größenordnung 10 bis 20 Millionen im Jahr zu holen. Wenn wir ein bisschen im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, wenn wir 10% an der Grundsteuer drehen, sind das 10 Millionen im Jahr. So. Und wenn wir Großprojekte, über die wahrscheinlich noch niemand in den letzten 10 Jahren so richtig nachgedacht hat, wie zum Beispiel diesen gigantomanen Ausbau der Hamburger Straße. Ich habe in den letzten 10 Jahren nie irgendwie einen riesen Bericht gesehen, dass es da ganz schlimm wäre. Wenn wir das lassen, dann können wir wahrscheinlich 2 oder 3 Elbe-Maris bauen. Es ist also die Frage, und das ist die Verantwortung von uns als Stadträtinnen und Stadträte, dass wir, wenn zu wenig Geld da ist, uns überlegen, wo das Geld herkommt. Und wenn wir hier uns schon im Stadtrat stellen und sagen, uns ist das Elbe-Maris, uns ist Schwimmen, Gott, ist super wichtig, ja, dann müssen wir auch drüber nachdenken, wo denn das Geld herkommt. Ich habe ja jetzt mal 3 so aus dem Ärmel geschüttelte Vorschläge gemacht und ich bitte Sie, denken Sie alle drüber nach, denn Politik bedeutet nicht nur irgendwas fordern, wir sind ja nicht auf der Straße bei einer Demo, sondern es ist ein ernsthaftes Geschäft. Wenn ich was will, muss ich sagen, wo das Geld herkommt und wenn ich nicht sagen kann, wo das Geld herkommt, weil ich ideologisch zum Beispiel zu sehr gebunden bin, wie AfD oder CDU, irgendwie über Parkgebühren überhaupt nur nachzudenken, ja, dann kann ich auch nicht mehr das Recht bedingen, sozusagen großartige Benefits hier zu verkünden. Meine Damen und Herren, das ist ein ernsthaftes Geschäft, was wir hier machen. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt mit der Linken den Antrag hier zusammen, den Ergänzungssetzungsantrag eingereicht haben. Stimmen Sie dem zu und ich hoffe, wir kämpfen dann alle gemeinsam, insbesondere auch fürs Schwimmen. Dankeschön. Okay, weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Dann Schlusswort des Einreichers. Bitte schön, Herr Schäuber. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal auf ein paar Argumente eingehen. Also erstens, ich bin der Auffassung, allgemeine Bekenntnisse, wie schön doch Schwimmen ist und wie toll Schwimmhallen im Allgemeinen sind, das hilft hier nicht weiter. Es geht um eine ganz konkrete Schwimmhalle, um deren Zukunft und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Und jetzt kann man einfach sagen, wir treffen keine Entscheidung, aber eine Entscheidung zu unterlassen wird eben eine konkrete Konsequenz haben. Und diese Konsequenz heißt, Mietvertrag läuft aus, Bad ist zu. Das ist das Problem. Und deshalb, nachdem wir jetzt sehr lange den Verhandlungen zugeschaut haben, die Verhandlungen verfolgt haben, ist es eben jetzt an der Zeit, auch als Stadtrat den politischen Willen zu bekunden, einen Beschluss zu fassen und auch dem zuständigen Bürgermeister bei seiner Aufgabe Rückenwind zu geben im Kampf um den Erhalt des Erlebnisbades Elbe-Maris. Und dass das vor allem vor Ort diese Überlegung auch geteilt wird, zeigt ja das Votum des Stadtbezirksbeirates. Dort haben die Stadtbezirksbeirätinnen und Stadtbezirksbeiräte über die Grenzen der verschiedenen Parteien hinweg mit sehr deutlichem Votum für diesen Antrag gestimmt und dem Stadtrat empfohlen, diesen
Antrag anzunehmen. Jetzt gab es hier die Überlegung, oh, wir könnten doch mal die Verwaltung beauftragen, für einen Standort einen Neubau eines Schwimmbades im Dresdner Westen zu prüfen. Also mal, bei allem Ernst, wir kriegen gerade mitgeteilt, dass das mit dem Sachsenbad, das ja beschlossen ist, der Neubau des Sachsenbades, dass sich das bis auf Weiteres nicht realisieren lässt. Wir kriegen das Gleiche mitgeteilt für den Ersatzneubau der Schwimmhalle in Klotscher. Das heißt also, meinen Sie diesen Antrag wirklich ernst? Glauben Sie daran? Das ist doch wirklich völlig realitätsfremd. Also insofern, wer den Bürgern im Dresdner Westen den Neubau einer Schwimmhalle suggeriert, der versucht wirklich Sand in die Augen zu streuen. Und das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Wir haben hier eine Schwimmhalle, die ist in Betrieb. Und natürlich ist es klar, es muss auch was gemacht werden und wir wollen auch die Konditionen im Sinne der Stadt verbessern. Da stehen wir an der Seite der Stadtverwaltung, dass dort entsprechend vernünftige Konditionen abgeschlossen werden müssen. Aber es ist doch klar, wir haben eine funktionierende Schwimmhalle und wir werden doch mit dem Klammersack gepudert, jetzt die Existenz dieser Schwimmhalle aufs Spiel zu setzen. Und insofern sollten jetzt die Verhandlungen zum Ziel gebracht werden mit zu ordentlichen Konditionen. Und wir sollten dafür sorgen, dass der Stadtrat dann die Zeit hat, entsprechend auf einer soliden Grundlage, entsprechend auf der Grundlage der Verkehrswertgutachten, entsprechend auf der Grundlage einer Variantenprüfung zu entscheiden, kaufen wir es, mieten wir es, zu welchen Konditionen. Und dazu dient dieser Antrag, um jetzt zu verhindern, dass das Bad im März geschlossen werden muss. Und darum geht es hier und heute. Und dafür bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Okay, dann würden wir in die Abstimmung gehen. Ich würde folgendermaßen vorgehen. Zuerst den Ersetzungsantrag zum Ausschussbericht punktweise 1-2 abstimmen. Dann würde ich den zusätzlichen Punkt 3 SPD-Fraktion aufrufen, der diesen Ersetzungsantrag noch komplettieren würde. Falls es hier keine Mehrheiten gibt, das heißt also Punkt 1 und 2 und 3 würde man dann zum Ausschussbericht zurückkehren, aber zunächst erstmal versuchen wir es hier mit dem Ersetzungsantrag und ich stelle Punkt 1 zur Abstimmung, bitte um das Stimmzeichen. Der hätte mit 47 Ja, 3 Nein, 12 Enthaltung eine Mehrheit bekommen. Dann stelle ich den Punkt 2 zur Abstimmung und bitte um das Stimmzeichen. Der hat mit 50 Ja, 15 Nein, 2 Enthaltung ebenfalls eine Mehrheit bekommen. Und ich würde noch mal vorlesen, Punkt 3 hier zur Abstimmung. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine alternative Standortsuche im Dresdner Westen durchzuführen und dem Stadtrat über die Ergebnisse bis zum 31. Januar 2025 zu informieren. Bitte ich um Abstimmung. Dieser Punkt hätte mit 42 Ja, 21 Nein, 3 Enthaltung ebenfalls eine Mehrheit bekommen. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 17.4.